natürlich, ne? Und hier kommen die normalen Steine hin. Und da kommen dann wieder Slabs hin. Und hier in die Ecke kommt auch die Treppe rein. Na. So. So. Ja, so. Gucken wir mal, wie weit wir kommen bei den Slabs. So, Wand ist fertig, Wand ist fertig, Wand ist fertig. Die sind irgendwie da hinten hell, weil die von außen beschienen werden. Aber eigentlich sind die doch zu. Nee, die sind nicht zu. Ah, die sind nicht zu, weil von außen ist ja auch kein ganzer Node, sondern hier nur so einer, der lässt Licht, der lässt Licht durch. Die Slabs lassen auch Licht durch, deswegen sind die Außenseiten einfach ein bisschen heller. Da hinten nämlich genauso. Nur hier nicht, weil östliche Richtung, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist halt so. So, zack. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Na, sehr schön. Also jetzt haben wir die Sache auf jeden Fall so weit zu. Jetzt heißt, müssen wir hier noch mal einmal irgendwie Slabs reinmachen. Was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 7 und 7, 15. Ah, okay. Das heißt, wir brauchen ein paar Slabbity-Slabs. Wir machen einfach welche und den Rest verwandeln wir uns wieder zurück. 90. Gut, die warten wir noch kurz ab. Geht doch eigentlich von der Temperatur her, die 4 Grad.4 Grad, kann man das irgendwo? Ja. Wisst ihr Bescheid. So, die sind fertig. Das heißt, die werden jetzt zu Steinen. Da, 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 da. Und die Steine, die werden jetzt zu Slabs. Du, 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 dumm. Da, 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 dumm. Na, gucken wir mal, ob ich mich nicht verzählt habe. Dum, 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 dum. Und gleich nochmal gucken, dass wir hier hinten noch den Baumstamm wieder einpflanzen, wo er hingehört. Ja, und dann haben wir es dann eigentlich. Ah, guck mal, wie als wenn es gewollt wäre. So, der Baumstamm, der kommt nämlich hier genau in die Mitte. So ist doch allerliebst. Jetzt könnte man natürlich das noch ein bisschen übertreiben und hier oben dann auch noch irgendwo so Baumstämme quer reinlegen und hier in der Mitte dann. Wie viele Baumstämme haben wir denn? 30.
Warum eigentlich nicht? Ja? So, das heißt, der kann dann eigentlich wieder weg, weil der ist ja eh irgendwie dann nicht sichtbar. Habe ich den Erde dabei? Nein. Oh, Cobblestone. So. Hab ich denn die. Hab ich dabei? Jetzt habe ich den Cobblestone natürlich weggetan. Warum ist hier eigentlich so ein Chaos? Moment. So, so. So, 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 so. Schwert brauche ich gerade nicht. Das brauche ich gerade nicht. Das kommt hier drunter. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Den brauche ich, den brauche ich. Cobblestone. Das brauche ich auch gerade nicht. Das kommt hier mit dazu. Das kommt hier hin. Hammer kommt hier hin. Schraubendreher kommt auch erstmal hier hin. So. Haben wir wieder Ordnung hier. So. So, jetzt gehen wir nämlich einmal rum und machen überall Cobblestone rein. Hier machen wir natürlich auch Cobblestone rein, wie sich das gehört. Die Seite war okay. Hier muss man wieder einzeln klicken, ne? Wir ziehen erstmal einen rüber. Und wir wissen, wir sind hier. Hier. Da kommt so einer rein. Und wir wissen, wir sind hier. Hier. Da kommt so einer rein. Weil hier kommt dann nämlich eine Säule hin. Dass das nicht so ganz freischwebend ist. Ne? Das ist so ein bisschen irritierend. So, wie wir das dann nachher tatsächlich nutzen, ist natürlich die andere Frage. Vor allem was die Kisten angeht, was ich ganz zu Anfang mal hingelegt habe, wie man es machen könnte. Ist natürlich dann inzwischen längst wieder hinfällig geworden. Und jetzt gehen wir doch mal an die Baumfarm da oben. Wobei hier von außen, da könnte man eigentlich auch einfach zumachen, das wird gar nicht weiter auffallen. Ich habe echt Schiss, ne? Also er nimmt zumindest nicht alles automatisch mit. Hier in der Mitte irgendwie mal einen ansetzen. Und dann gucken wir mal, macht er hier auf der Seite und macht er auf der Seite? Nee, macht er nicht, okay. Ist ja nun auch nicht das Schlimmste, sondern man kann ja jeden einzeln irgendwie machen, das ist schon okay. Dann nimmt sie dann ja alle mit. Naja, fast. Da darf man einfach nicht zu schnell längs laufen, ne? Sonst geht das nicht.
nämlich auch wieder anstehen lassen. Ups. Ist auch merkwürdig, ne? Also mal holt er wirklich komplett alles weg. Und mal halt nicht. Ich weiß noch, als wir da hinten da in dem anderen Wald waren, da hat er ja irgendwie den halben Wald abgeholzt. Hier ist er ein bisschen entspannter. Aber wie gesagt, solange er hier nicht die ganze Baumfarm wegholt, ist alles in Ordnung. Das scheint also doch zum Glück soweit zu funktionieren. Oh, jetzt bin ich voll, okay. Weg, 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 weg. Ich würde halt, wie gesagt, einmal alles einsammeln. Einfach um zu gucken, wie viel die Baumfarm ja im Durchschnitt bringt. Das ist ja nicht immer 100% immer gleich, die Bäume, wie sie wachsen. Also von daher, oh, gucken wir mal. Weg, weg. So, was haben wir denn hier? 100. Oh, 204 Bäume und 1, 5, 8, 10, also 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 1500. Ja, 1500. Das ist von den Setzlingen, sag ich. Von den Blättern und von den Setzlingen 90 in dem Dreh. Das ist doch ordentlich, oder? Das ist doch ordentlich. Und jetzt pflanzen wir das Ganze nämlich einfach wieder nach. Ach, guck mal, hier sind auch noch welche übergeblieben. Also es wäre halt mit einmal ernten, ist halt eine Kiste komplett voll mit Blättern. Na, das ist es halt. Und die eine Kiste, die wir unten im Keller haben, für Blätter, die wäre halt dann irgendwie komplett voll. Oder ja, mehr oder weniger komplett voll mit einmal Baumfarm ernten. Und das ist irgendwie, ne, nicht so geil. Aber gut, Baumfarm funktioniert, alles andere steht auch noch, oder? Sieht vollständig aus. Jo. Also, Baumfarm, produktiv, läuft. Haben wir halt das ganze Inventar voll Blätter. Hier unten ist auch noch alles da, was gesetzt wurde, ja. Gut, dann machen wir hier eben kurz einmal weiter. Ich habe die alle hier oben drin. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch gerade eine Baumfarm abgeerntet. Nein. Könnt natürlich hier statt dem auch. Wäre das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und da wäre da. Ja, guck mal, man kann hier tatsächlich dann auch einfach sagen. So. So ist, glaube ich, gar nicht mal so doof.
Wir lassen's. Wir lassen's. So. Gut, also es wäre rein theoretisch hier oben auch noch, aber so ist es tatsächlich schöner. Und das ist ein Computerspiel. Ich mache, was ich möchte. So. Haben wir nämlich hier schön. Oder wäre das doch besser? Warte mal, wir können ja mal... Können ja mal eine Reihe machen. Es wäre doch besser, ne? Jetzt haben wir hier so eine Riesenhalle und ich habe keine Ahnung, wie ich sie füllen werde. Ah, schön. Richtig, fast schön. Aber gut, was willst du machen? Von außen ist es halt irgendwie... Es sieht aber auch von außen nicht so geil aus, wenn wir ehrlich sind, ne? Aber lieber so von außen symmetrisch als von innen. So, die Frage, die sich mir jetzt stellt, da wir jetzt ja 1 Million Blätter haben, können wir die natürlich auch zur Planung benutzen. Also, was haben wir denn hier? Wir können sagen, hier. Also, Planung. Dann haben wir nämlich 2 Abschnitte. Für die jeweiligen Bäume. Wir haben ja 2 Arten von Bäumen, die wir hier pflanzen auf der Baumfarm. Das heißt, wir haben 2 Abschnitte, die gleich groß sind. Hier in diese einer Abschnitte, da stehen dann 3 einzelne Kisten übereinander und in den doppelten, da stehen dann immer 3 Doppelkisten übereinander. In den einzelnen Abschnitten machen wir die Setzlinge rein. Und in den großen Abschnitten, da machen wir die Blätter rein. Dann haben wir nämlich von beiden Seiten hier irgendwie ein Setzlinge dran. Und die Mehrheit ist dann trotzdem dafür Blätter. Und das Ganze ist so ein bisschen luftig und ist dann oben dann offen oder so. Oder wir ziehen hier dann das Holz hier oben drumherum. Und die mittleren Teile, da weiß ich nicht, machen wir da Stein rein oder was machen wir da rein? So, damit haben wir sie alle. Das heißt, jetzt kommen hier überall da, wo jetzt noch Freiflächen sind, kommen jetzt die Kisten rein. Und dann müssen wir mal gucken, wo die Verkabelung, die machen wir dann aber nicht mehr in dieser Aufnahmesession, die machen wir dann in der nächsten vielleicht. Schauen wir mal, wann wir das machen. Ist jetzt die zweite Aufnahmesession, in der es eigentlich nur um die Baumfarm geht. Aber okay. Ist okay, ist okay. Hier passt das so schön, ne? Und hier nicht. Und hier auch nicht. Und hier wieder. Ja, was soll's. Jetzt hatte ich irgendwo, glaube ich, noch Kisten gehabt. Hatte ich die jetzt einfach hier reingeschmissen? Die hier unten reingeschmissen irgendwo, ne? Hier in die Ramschkiste. Da haben wir sie. Ich glaube, ich mache diese Mittelteile doch nochmal anders. Ich glaube, ich nehme da keine schrägen, sondern ich nehme da Treppen oder sowas. Oder ich nehme halt einfach diese Dinger hier und mache die hier versetzt rein. Aber das können wir dann ja immer nochmal gucken. So. Ja, wenn man reinkommt, sieht schon okay aus, ne? So, gucken wir doch mal. Wir haben ja jetzt genug Holz, mit dem wir Kisten machen können. Wird natürlich nicht reichen.
toll. Und wieder zurück. Genau, gucken, dass wir mal ein bisschen mehr Holz mitnehmen diesmal. Hätte ich das nicht alles hier irgendwie in eine Kiste geworfen? Oder habe ich das jetzt in die... Wir nehmen es jetzt einfach von hier. Irgendwo anders ist es. Zack. 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 Viermal. Truhen. Das wird nicht reichen. Da ist noch Holz. Ist das alles schon verbaut, das Holz? Hm. Hier noch. So, hier lasse ich erstmal auf, weil wir hier noch drin verkabeln müssen. Beziehungsweise nicht verkabeln, sondern die die Filterröhren richtig konfigurieren und ich glaube, ich mache das zu. Es wird irgendwie ruhiger, ne? Das ist doch irgendwie angenehmer so. Wesentlich angenehmer. So. Also, ich glaube, da haben wir hier ordentlich Zeug. Und ich glaube, ich mache das doch mit den Verstrebungen, dass sie hier länger werden. Und dann, ja, gucken wir mal. Können wir immer noch mal machen. Vielleicht versetze ich es auch noch mal um einen. Aber die Dinger hier, die, das passt alles soweit. Das ist alles soweit okay. Jetzt haben wir 3. Jetzt haben wir hier irgendwie 6. Dann haben wir 12. 18. 24, also 24 Doppelkisten für Blätter und 3 und jeweils 6 für Setzlinge. Ich glaube, so als Lager für die Baumfarm reicht das schon ganz ordentlich. Da kommt man schon ein bisschen weit mit. Jetzt haben wir doch wieder die ganze Aufnahmesession auch wieder ausschließlich irgendwie Baumfarm gemacht. Eieieiei. Und jetzt werde ich schön nach Hause laufen. Guck mal, wie ich gelaufen bin. So.
Ja, die Blinky Plant, die blinkt vor sich hin, das ist gut. Die Baumfarm ist schon wieder gewachsen, ne? Guck mal da hinten, die Baumfarm ist gewachsen. Sieht schon irgendwie geil aus. Schön beleuchtet. Ja, also irgendwann kommt hier oben auch noch die Burg hin und da hinten kommt noch das Dörflein hin. Aber ich würde mal sagen, für diese Aufnahmesession soll es das gewesen sein. Es wird langsam wieder Tag, das ist ganz gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein definitiv erfolgreiches 2021. 2020 war ja so lala, wie wir alle gemerkt haben. Vielleicht wird es besser, es kann nur besser werden. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Haut rein. Tschö.